bist ja auch schon da. Ja, natürlich, in voller Lebensgröße. Ich war mir da nicht so sicher. So klein bin ich jetzt auch nicht, aber nimm dir erstmal dein Tasker. Total cool. Ich hab mir jetzt so einen gebrauchten Kleinwagen gekauft. Wieso hast du Seeelefanten jetzt ein gebrauchtes Auto da gekauft? Du gehst doch zu Fuß, fährst mit dem Boot oder gehst joggen? Na, den schlachte ich aus. Der Günner hat mich auf die Idee gebracht. Ausschlachten? Ja. Günner? Ja. Ja, und dann verhökerst du die Ersatzteile da im Internet, oder was? Nix da. Damit tune ich mein Boot. Wie, damit tunst du dein Boot? Na klar, das kannst du mit dem Wagen voll machen. Der Günner, der hat echt tolle Ideen. Das Boot tunen? Ja. Mit Teilen von so einem Kleinwagen? Ja. Das kommt dir aber jetzt nicht so ein bisschen pakistanisch vor? Nee, du hast das nur noch nicht begriffen. Sag nix, Hinak. Hinak sagt nix. Als erstes montiere ich mir die Blinker. Blinker? Ja. Am Boot? Ja. Schön vorne und hinten und dann schön streng auch nach SDVO. Sag mal, was willst du mit Blinkern an dem Boot? Die sehen doch gleich alle, wo ich abbiegen will, wenn ich zum Beispiel aus dem Hafen rausfahre. Dafür gibt's dann auch Funk, aber so hast du natürlich die Warnblinkfunktion direkt gleich mit drin. Natürlich, und unter 12 Meter brauche ich ja die Lichter nicht. Und die Warnblinkanlage, die macht das ja gleich noch viel sicherer. Und die zwei roten Rundumlichter. Genau, die brauche ich ja nicht. Dann baust du dir bestimmt noch schön so einen Rückfahrspiegel ein. Siehste, so langsam verstehst du's. Junge, noch nicht so wirklich. Und dann kann ich auch demnächst perfekt rückwärts einparken. Wieso das denn? Außenspiegel, beheizt und elektrisch verstellbar. Mensch, Hinak, du alten Torfkopf, weißt du nicht, warum Boote keine Spiegel haben? Nö, wieso? Das ist doch ganz einfach, weil es scheiße aussieht. Hä? Aber das ist ja bestimmt noch nicht alles. Was baust du denn noch aus dem Auto da aus? Die Sitze zum Beispiel. Ja, und was willst du mit den Sitzen? Na, hör mal, total bequem die Dinger. So mit Lendenstütze, Kopfstütze und sogar eine Popoheizung. Das Schlimmste daran ist, dass du das total ernst meinst. Scheibenwischer. Was Scheibenwischer? Na, die auf den kleinen Booten sind doch meist Murks. Jetzt habe ich eine Scheibenwischwaschanlage und Regensensor. Und das Beste, eine Klimaanlage. Dann ist das im Sommer so schön frisch auf dem Boden. Frisch ist das hier schon genug. Also mir vereist das hier gerade die Stimmung. Dieselmotor, E5, saubere Sache, kann ich total marinisieren und dann habe ich einen 1A Bootsdiesel. Und nie mehr Probleme beim Angehen. Ja, so doch auch so nicht. Aber warum das denn? Parksensoren und Rückfahrkamera. Du siehst mich gerade sprachlos, Hinak. Ein seltenes Bild. Ja. Ja. Jetzt sag mir aber nicht, dass du die Reifen nach als Fender benutzt. Ivo, das ist verpönt. Das macht man nicht. Das wollte ich auch meinen. Und kennst du diese Infrarotkameras bei den Autos? Das ist auch da, wo du da sehen kannst auf dem Display, dass da hinter dem parkenden Auto noch jemand steht. Genau, damit kann ich demnächst Nebelfahrten machen. Da habe ich dann ein aufstellbares Schiebedach, elektrische Fensterheber, dann habe ich Scheibenbelüftung und die ganze Karre. Die hat mich mal gerade 3000 Euro gekostet. Da kriegst du sonst ja gerade eine Klimaanlage. Und den ganzen Rest, das Metall, die Karosse und so, da schenke ich den Ludolfs hier vom Schrottplatz. Mensch, Hinak, die Geschichte hier, die ist, also die Geschichte, da ist irgendwie was dran. Meinst du nicht auch? Sag ich doch die ganze Zeit. Das schwöre ich beim Klabauter, Mann. No, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Na, ob der Reis ausnimmt, wenn er das hört. Wie will der denn schon wieder los? Jo, eigentlich wollte der noch die Gummibärchen füttern. Quatsch, der kann dem Günner und mir so ein bisschen beim Tunen helfen. Na, hoffentlich hat er seinen Werkzeugkasten dabei.